Sie ist auf der einen Seite ein weithin sichtbares Zeichen für die Ökumene. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde haben die Galluskapelle als gemeinsames Projekt gebaut. Auf der anderen Seite sollte die kleine Kirche auf dem Winterberg ein Rastplatz sein für die Menschen, die auf der nahegelegenen, neu gebauten Autobahn A96 unterwegs sind. Und sie erinnert an die Christianisierung des Allgäus. Davon zeugen die drei Allgäu-Heiligen, Columban, Magnus und Gallus, direkt vor dem Eingang der Kapelle. Der heilige Gallus wird dargestellt als Mönch mit Wanderstab, aber auch zusammen mit seinem Bär, der ihm einmal das Vesper gestohlen hat, worauf er ihm befahl, er möge doch Holz holen, damit er Feuer machen kann. Man sieht, welche Kraft der Wille des heiligen Gallus hatte. Uns hat er den Glauben gebracht und dem Bär hat er zur Strafe auferlegt, Holz zu holen, was sicher nicht einfach war, aber es ist ihm gelungen. Monika Heinz ist fast jeden Tag in der Galluskapelle. Sie wohnt nicht weit von hier und sperrt jeden Morgen für die Besucher auf. Und bei Bedarf legt sie hier ein neues Anliegenbuch aus. Seit der Eröffnung der Kapelle im Jahr 2000 wurden bereits 25 davon vollgeschrieben. Der Blick im Inneren der Kapelle geht sofort nach oben. Das Prunkstück ist das runde Dach mit sternförmiger Konstruktion, getragen von 8 Säulen. Aber es ist nicht das Einzige, was hier auffällt. Auch die Innenausstattung der Kapelle durch den Künstler Hubert Kaltenmark stellt Bezüge zur Geschichte her. Meine Idee war, den irischen Granit, der in Bezug zu den irischen Mönchen steht, als Altar zu verwenden. Das ist so ein Block, der Altar, und der wiegt etwa 3 Tonnen. Es war ein richtiges Unterfangen, den hier hereinzubekommen. Und dann gibt es eben aus Eiche den Fußboden und die Bänke. Das ist ein germanisches Element. Und als Olivenkreis auf dem Fußboden eben das Olivenholz vom Heiligen Land als Zentrum unseres Glaubens. Und über diesem Olivenkreis hängt das Kreuz in Eiche und Olivenholz, also alles vereint wieder unser typisches Allgäu und das Heilige Land. Im Inneren der Kapelle ist derzeit eine Ausstellung der Künstlerin Dorothea Schrade zu sehen. Jedes Jahr zur Passionszeit darf ein neuer Künstler seine Werke zeigen. Aber das ist bei weitem nicht das Einzige, was in der Galluskapelle stattfindet. Die Leute kommen aus der näheren Umgebung auch sehr oft und sehr viele. Wir haben ein Jahresprogramm, in dem wir immer anbieten Konzerte, eben diese Ausstellungseröffnung, Versegebete, Galluskapellenfest jedes Jahr. Und das zieht natürlich die Leute aus der Umgebung an, aber natürlich die Reisenden von der Autobahn her, die auf dem Fußweg vom Rastplatz bis hier zur Autobahnkapelle in vielleicht 5 bis 10 Minuten hochkommen und hier ihre Seele wieder auftanken. Seele wieder auftanken. Nach 2-jähriger Bauzeit und der Einweihung im Jahr 2000 haben das hier schon viele Menschen getan. Die ökumenische Galluskapelle ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, um bei Reisenden genauso wie bei Interessierten für einen Moment der Ruhe und der Demut zu sorgen. Und sie ist zu einem Ort der Begegnung geworden.